Ja, Nana, schön, dass du dir Zeit nimmst, hier einmal mit durchzugehen in unsere Top-Galerie, die wir auch für jeden natürlich öffentlich haben. Man sieht es ja, die Leute fühlen sich wohl. Auch unsere kleinen Leute sind immer gut beschäftigt halt. Ne? Wir haben, wie ich auch unten schon mal eben erwähnt hatte, drei verschiedene Gestelle, drei verschiedene Ausführungen in der Größe. Und ich werde mal ein bisschen erläutern, so, was die einzelnen Gestelle auch so hergeben. Das ist unser kleinstes Gestell in dem Sinne, 3x3 Meter in der Ausführung Klassik. Hier haben wir so ein Federsystem, das hält schon ein bisschen was aus, wenn es auch regnet oder auch stürmt. Da kann man ruhig mal ein bisschen rütteln, da passiert gar nichts im Endeffekt. Ist also wirklich schon eine sehr gute Sache. Alle Elemente hier in allen Zelten sind verschraubt. Ja, das heißt, auch wenn mal was passieren sollte, wir haben immer Ersatzteile da, kann immer repariert werden, auch kurzfristig, sodass man eben keinen Zeitverlust hat, wenn es um geschäftliche Sachen geht. Hier sind wir schon beim Maß 3x450. Hier haben wir unser Premium-Gestell. Erkennt man eben an einem Viereckbein mit 2 mm Innenmaß und 40 mm Außenmaß. Und das starke Scherensystem in dem Sinne ist wirklich das Highlight, was wir auch hier anpreisen für den häufigen und intensiven Gebrauch halt, ne? Und dann haben wir noch so eine mittlere Kategorie, das ist unser Business. Ja, auch hier in der Größe jetzt 3x6. Erkennbar durch die 48 mm Eckstand, durch das 48 mm Eckstandbein und ist dadurch durch diese Form schon sehr robust halt, ne? Dann haben wir noch unsere schicken Betonfüße, die dienen zur Sicherheit der Zelte. Ja, die werden einfach nur von innen rangestellt, eingekeilt, fertig. Mobil, schnelle Aufbausicherheit ist bei uns ganz groß geschrieben, ist eine Top-Geschichte. Dann bieten wir eben noch für, ich sage immer, wenn einer Schmuckdesign machen will oder etwas ganz Besonderes auch ausleuchten will, haben wir so ein Heiz- und Lampensystem. Ist sehr einfach von der Installation auch. Auch das Ding hängt in, ich sag mal, 30 Sekunden. Ist eine sehr schicke Geschichte, vor allem wenn es auch was kälter wird, man hat ein bisschen Heizung dabei. Dann haben wir unser Thekensystem. Man kann das Höhen verstellen von Sitzhöhe bis Stehhöhe mit einer langen Husse, weil man auch bedrucken kann, werbetechnisch, marketingtechnisch. Darauf gibt es noch einen Aufsatz. Und ich denke mal, das Highlight selber ist der Aufbau. Und das kann ich dir mal ganz kurz zeigen. Okay. Das Ganze gibt es hier in so einem schicken Koffer. Das ist das Gestell. Ich nehme es an den beiden Eckstandbeinen. Mit einem kleinen Schwenk ist das Ding schon arretiert und steht vom Grundgerüst. Ja, wenn du ganz kurz mal mit rüber kommst, ja, nehmen jetzt den Koffer, drehen den einfach um, weil der Koffer, und das ist der Clou an der ganzen Geschichte, ist die Tischplatte. Ja, die ganze Geschichte haben wir uns natürlich schützen lassen. Hier drüber kommt nur noch die Husse. Kann ich natürlich auch bedrucken lassen, genauso wie unsere Zelte. Ja, schick alles fertig machen für Werbung, wenn es um Marketing-Sachen geht. Und das ist schon ein absolutes Highlight, weil das bietet hier keiner in Deutschland oder auch in Europa, genauso wie unser Heizlampensystem. Das sind also zwei Elemente, das war bei uns im Kopf und haben gedacht, das ist das Highlight für jedes Zeltsystem, was wir hier in Deutschland anbieten können. Ne?